Moin! Mari ist nicht da und da haben Gerrit und ich gedacht, wir machen eine Roomtour durch die Werkstatt und zeigen euch mal unsere Werkstatt und unsere Lieblingswerkzeuge. Ja, das hier ist auf jeden Fall unsere Kaffeeecke. Die brauchen wir, falls wir mal Gäste haben und auch für uns, damit wir das anbieten können. Hier haben wir uns eine schöne Holzwand reingebaut und in diese Holzwand haben wir einfach ganz normal Nägel reingekloppt, ein paar Latten hingeschraubt und ein paar von diesen schönen Granit-Magnetleisten hingebaut. Die sind sehr praktisch, weil da kannst du alles Mögliche ranhängen und kommst schnell dran, ist übersichtlich. Wir haben hier natürlich das Übliche, was an Schraubenschlüsseln so ist. Und da wir noch eine andere Wand mit Werkzeug haben, war immer die Frage, was hängen wir wohin? Und die Sachen, die wir eher am Schlepper brauchen, die haben wir dann eher nach drüben gehängt. Also da hängt der größere Hammer, da hängen die großen Schlüssel. Und alle Werkzeuge, die wir so am Schlepper brauchen, vermutlich, damit wir nicht so weit laufen müssen. Und hier haben wir eher so Sachen, die wir vielleicht mal an der Werkbank brauchen, aber so genau weiß man das nie. Die verschiedenen Granitprodukte haben wir hier oben. Natürlich zum Schmieren, aber auch zum Hände sauber machen oder generell zum Reinigen. Wir haben unsere verschiedenen Zangen. Wir haben diese Kratzer, die finde ich persönlich ganz praktisch. Das macht man normalerweise nämlich immer eher mit einem Schraubenzieher oder mit irgendwas, was gerade zur Hand ist, wenn man irgendwo was rauskratzen muss, eine Dichtung oder sonst irgendwas rausziehen muss. Und da gibt es hier diese Haken mit verschiedenen Formen und Spitzen. Und mit denen kann man Dinge rauskratzen und rausziehen. Sicherheitsausrüstung ist natürlich auch super wichtig, haben wir alles da. Meine persönlichen Lieblinge sind jetzt gerade im Moment die neuen Steckschlüssel aus dem Bereich Heavy Grip, nennt sich das bei uns, Granit Black Edition Heavy Grip. Und zwar sehen die erstmal aus wie normale Innensechskantschlüssel, aber wenn man sich die mal anguckt, sieht man, die haben ein ganz anderes Profil. Und das ist jetzt nicht etwa für andere Schrauben gedacht, sondern das ist für normale Innensechskantschrauben gedacht. Aber wenn die ein bisschen abgenudelt sind, oder wenn man die generell schonen möchte, dann ist das halt der richtige Stiftschlüsselsatz, um die rauszudrehen. Finde ich super gut, die Sache. Von Heavy Grip haben wir übrigens auch einen Steckschlüsselsatz. Und da ist es ähnlich. Den haben wir aber, glaube ich, schon mal im Video vorgestellt. Da haben die Nüsse ein anderes Profil innen und greifen eher auf die Flanken der Schrauben. Und dadurch kann man halt auch eine rundgelutschte Schraube, also die können auch fast rund sein, komplett abgenudelt, kann man damit rausdrehen. Finde ich sehr praktisch. Hier ist unser schöner Turm mit den ganzen Akkuwerkzeugen von der Granit Black Edition. Manche haben wir witzigerweise sogar doppelt. Zum Beispiel hatten wir noch einen zweiten für den Weltrekord, der mit dem Akkuschlagschrauber aufgestellt wurde. Und das Schöne an den Dingern ist, dass man damit halt mit einem Akku alle Geräte betreiben kann. Das ist ganz praktisch. Dann fliegen nicht so viele Ladegeräte in der Gegend rum. Ja, hier im Regal haben wir noch so ein paar Sachen stehen. Vorrat an Fett zum Beispiel oder Dinge, die wir nicht so oft brauchen oder eben um nachzufüllen oder irgendwelche sperrigen Sachen, die man nicht aufhängen kann, wie zum Beispiel dieses schöne Radmontiereisen. Ein paar alte Batterien da unten, wenn wir zum Beispiel mal zeigen wollen, dass ein Batterietester eine defekte Batterie erkennt. In diesem Schrank ist eigentlich meistens eher Kamerazubehör drin oder was man sonst so wegräumen will. Ist ein wunderschöner alter Schrank, der stand jahrzehntelang in der alten Landmaschinenwerkstatt. Der sollte weg, wurde durch was Modernes ersetzt, macht man ja hin und wieder mal in der Werkstatt. Aber wir fanden ihn so schön, dass wir den gerettet haben. Und ich finde, der bringt ein bisschen Atmosphäre hier rein in die Werkstatt. Außerdem ist so ein Metallschrank immer gut, weil man kann alle möglichen Sachen, die magnetisch sind, prima dran befestigen. Magnetische Wasserwaage, super praktisch. Das hier, eins meiner Lieblingsteile, habe ich auch privat zum Basteln zu Hause. Die magnetische Schraubenschale. Jeder kennt es beim Schrauben. Man schraubt irgendwie eine Schraube lose oder eine Mutter und denkt, die lege ich mir dahin, das merke ich mir und nachher ist sie doch weg. Passiert damit nicht. Kann man zum Beispiel auch, wenn ich unterm Auto schraube, pappe ich mir die an die Seite und du kannst sie halt einfach auch, nimmst du irgendeine Schraube oder eine Mutter. So, musst du gar nicht hingucken, zack, und dann verlierst du die halt nicht. Finde ich super cool, das Ding. Magnetisch sind auch unsere ganzen Granit Black Edition Lampen. Zum Arbeiten ist eigentlich ganz cool, die verschiedenen zu haben. Die passt immer in die Hosentasche. Aber natürlich hat die nicht so einen riesen Akku wie die große und Leistung. Und dann hat man eigentlich immer die richtige parat. Und
Ja, mit denen arbeiten wir auch sehr gerne. Die benutzen wir auch einfach. Also es ist auch, die Kamera sieht dann mehr, wenn man die benutzt, und wir selber sehen dann auch mehr. Kabelbinder fliegen normalerweise immer so in der Gegend rum, also oder so in so Dosen wie hier auch mal. Das hier ist halt eine coole Lösung, weil einmal an der Wand hast du halt immer auf die Schnelle einen richtigen Kabelbinder, ohne irgendwie Gefummel, ohne dass du dann fünf in der Hand hast und so. Und wenn du einen nicht mehr brauchst, dann kannst du auch wieder zurückstecken und kommt halt nichts durcheinander. Also hat uns sehr geholfen beim Arbeiten. Genauso hier diese Kästen, da gibt es verschiedene, für die Halterung gibt es verschiedene Kästen, die man bestellen kann. Zum Beispiel ist hier einer mit Schmiernippeln, ja, und dann hast du in der Werkstatt halt alle Größen da. Kaufst du dir einmal, musst aber dann nicht losrennen und sagen, ich muss das reparieren, ich muss mir einen einzelnen Schmiernippel bestellen, ist ja Blödsinn. Und da gibt es verschiedene Sortimente, da kann man gucken, was man braucht. Hier ist zum Beispiel noch eins mit Splinten in allen Größen. Ist auch immer so ein Ding dabei, dass man sieht, welche Größen man hat und wo man die findet. Und die Kästen gibt es aber auch leer. Und dann kann man sich halt Sachen, die es jetzt nicht in so einer Box gibt oder die man sich selber zusammenstellt. Hier haben wir zum Beispiel die Sicherungsringe und die Karosseriescheiben. Kann man sich da halt auch unterbringen. Granit Black Edition Axt. Gefällt mir persönlich super gut. Ist super leicht, liegt geil in der Hand. Schön kopflastig, kannst richtig gut mitarbeiten. Brauchen wir hier in der Werkstatt ehrlich gesagt nicht so oft. Aber was ein geiler Hack ist, ist eben, dass man den Transportschutz, der dabei ist, einfach an die Wand nagelt. Weltrekord habe ich vorhin bei den Schlagschraubern kurz erwähnt. Haben wir natürlich eine Urkunde gekriegt, da sind wir auch super stolz drauf. Also Mari und Menko haben wirklich einen echten offiziellen Weltrekord aufgestellt. Wenn ihr das nicht gesehen habt, die Aufzeichnung von Granit Live, die gibt es auf dem YouTube-Kanal. Also es ist nicht einfach so, wir haben das nur behauptet, sondern da war richtig der Rekordrichter da und der hat das richtig überprüft. Ja, hier an der Stelle haben wir ein bisschen unsere Dekowand. Da haben wir einfach mal Sachen hingehängt. Keine Ahnung, ob wir mit der alten Hupe da oben irgendwann mal was anfangen. Dann haben wir hier das schöne Tipptopp-Schild. Das ist uralt. Das wurde uns mitgebracht von Tipptopp, als sie hier waren zum Drehen. Das war super nett. Wir haben natürlich auch ein Schild von Granit Classic Parts. Die kann man bei uns ja ganz normal bestellen mit verschiedenen Modellen. Wir haben das mal mit einem Eicher aufgehängt. Das freut auch den Dr. Trecker immer sehr gerne, wenn er bei uns dreht, weil der auch einen Eicher hat. Das Schild kann man übrigens auch bei uns jetzt bestellen. Das ist ein Motiv zum 25-jährigen Jubiläum von Granit mit Mari drauf. Verlinken wir unten in der Beschreibung. Weißt du was? Wir verlosen eins von den Schildern. Das machen wir jetzt einfach. Und zwar, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, was an eurer Werkstatt vielleicht anders ist oder was ihr anders gemacht hättet oder was euch noch fehlt in der Werkstatt, schreibt einen Kommentar rein und unter allen Kommentaren verlosen wir eins von diesen Schildern. Ja, ansonsten haben wir hier ganz normal alle möglichen Werkzeuge hängen, die man eben braucht. Fettpresse. Das 25er-Schild fanden wir witzig, weil Granit ja 25 Jahre Jubiläum feiert und deswegen haben wir das da hingehängt. Und hier haben wir so ein bisschen Sortiment, alle möglichen Schrauben, die man zwischendurch mal braucht. Ja, ganz normale Werkbank halt, ne? Mit einem richtig schönen fetten Schraubstock. Auch Granit Black Edition. Der ist richtig geil, drehbar. So, und hier hängt der unsichtbare Granit-Zollstock. Also eigentlich ist es ein Black Edition Zollstock, aber ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber Zollstöcke verschwinden immer irgendwie und eigentlich hat der einen festen Platz und keine Ahnung, wo der gerade ist. Vielleicht finden wir den noch. Hier sind wir in der Sauberkeitsecke. Handschuhe, die guten Wischtücher, die sind wirklich immer praktisch, weil na, Werkzeug abwischen oder mal die Flossen abwischen und die sind sogar gar nicht schlecht für die Hände. Das Geile ist, die haben auf der einen Seite haben die so, das ist so ganz rau und ihr seht gerade, ich habe jetzt heute hier noch nicht viel angefasst. Wir haben ein bisschen aufgeräumt hier vorher und schon kommt Dreck von den Flossen runter. Ja. Obwohl ich sie vorhin gewaschen habe. Ja, unser Schlauchabroller für Druckluft ist auch ganz praktisch, wenn der Schlauch nicht ständig in der Gegend rumliegt. Rollt sich einfach immer wieder auf, hast du Druckluft immer zur Hand. Dann haben wir ein paar Regale natürlich aufgestellt, weil ja, gerade bei der Demontage vom Schlepper fallen halt viele Teile an. Die Teile tun wir dann hier rein. Wir benutzen dafür die Tüten, also immer wenn wir Teile bekommen von Granit, da sind dann so kleine Tüten dabei, die schmeißen wir nicht weg,
Die heben wir auf und wenn man dann vom Schlepper was abbaut, kann man das da reintun und kann mit Edding draufschreiben, ist irgendwie Schraube vorne links, Kotflügel oder so, und dann kommt das hier in die Kiste und nichts geht verloren. Ansonsten haben wir hier noch so ein paar Kisten mit Nachschub an Handschuhen, Holzschrauben. Ja, manche sind auch noch leer, aber das füllt sich dann noch. Und ein paar Ersatzteile liegen hier natürlich auch noch drin, oder beziehungsweise abgebaute Teile vom Hanomag, damit die nicht in der Gegend rumfliegen und damit man ein bisschen Überblick hat. Hier kommen wir noch zu unseren Werkstattwagen. Und also wir haben jetzt mittlerweile 2 Granitwerkstattwagen. Und das ist auch echt cool, weil der eine ist halt echt groß, hat wirklich alles drin, hat riesen viel Platz. Hier haben wir sogar noch Schrauben drin zum Beispiel, da gibt es so Sortierkästen für. Und hat diese Metalloberfläche. Der ist bei uns wirklich viel im Einsatz, weil auch wirklich an Werkzeug alles drin ist, was man sich so vorstellen kann. Also hier sogar Sägeringzangen, Steckschlüsselsätze in allen möglichen Größen bis hin zu dem richtig großen Oschi hier unten. Ah, und hier ist auch der Zollstock. Sehr schön. Das hier ist nämlich der neueste Werkstattwagen und der heißt Dynamic Pro. Und der ist absichtlich ein bisschen kleiner, der ist kompakt, ne, der passt überall hin. Und was bei dem ganz neu ist, es gibt eine super stabile Halterung für diesen Schraubstock. Das heißt, du hast einen Schraubstock immer dabei, du kannst schnell was einspannen. Es gibt aber verschiedene Versionen von dem Wagen. Es gibt das ohne diese Schraubstockhalterung und dafür mit einer Laptophalterung. Wenn du halt, die liegt hier jetzt drauf, wenn du halt eben für die Diagnose und solche Geschichten, wenn du da den Laptop einsetzen willst, damit er nicht irgendwie so rumklötert. Machen wir jetzt halt nicht, weil Diagnose beim Hanomag ist eher so schwierig. Mit dem kommuniziert man eher per Rauchzeichen. Außerdem kannst du ihn so verriegeln mit den Fingern, dass es nicht aufgeht, ohne Schlüssel. Und du kannst ihn auch abschließen mit Zahlenschloss und je nachdem, wie du willst, mit Zahlenschloss oder mit Schlüssel entriegeln, verriegeln, ja. Davon verlosen wir demnächst einen bei Granit TV. Granit TV, 2. Folge, geht am 6. Oktober online. Also angucken, mit Sven Tietzer, tolle Sendung. Haben wir gemacht. Ach, hinter Gerrit steht noch diese Leuchte, da sind wir vorbeigelaufen. Ist auch ganz neu. Es gibt jetzt so Werkstattlampen mit Stativ von Granit, mit Akku. Super geiles Ding. Kommt demnächst auch mal bei unseren Videos. Obwohl, in einem Video war die schon kurz zu sehen, aber werden wir demnächst auch mal im Einsatz haben, mehr. Hier haben wir unseren Werkstattkran. Den habt ihr schon im Einsatz gesehen, als wir den Hydraulikblock hochgehoben haben. Das Ding weiß ich gar nicht, ob wir es schon gezeigt haben. Das ist ein Servicewagen, das ist auch aus unserer ganzen Werkstattwagenreihe, passt dazu. Das ist einfach ein relativ einfacher, aber sehr stabiler Servicewagen, mit dem man eben auch mal ein schweres Teil ablegen, rumschieben kann oder den man sich vollpacken kann. Einfach mit dem, was man jetzt gerade braucht, und kann es durch die Werkstatt schieben. Oder man kann hier so Sachen reinstellen, wie zum Beispiel, haben wir den schon gezeigt, neuer Bremsenreiniger, Granit Black Edition. Der Vorteil von dem ist, da sind irgendwie jetzt andere Inhaltsstoffe drin, dass er ein bisschen weniger schädlich für die Umwelt ist. Der funktioniert mindestens genauso gut wie der alte, aber man hat ein bisschen weniger schlechtes Gewissen, wenn man den durch die Gegend sprüht. Hier haben wir unseren Lieblingswagenheber, 5 Tonnen kann der von Granit, und mit dem haben Menko und Mari den Weltrekord aufgestellt. Also das Ding taugt richtig was und man kriegt richtig schnell einen Schlepper damit hoch. Hier haben wir Ledino-Leuchte, die haben wir hier ganz viel im Einsatz. Das sind Werkstattlampen, die sind nicht nur gut für uns, weil wir filmen und dafür Licht brauchen, sondern auch generell zum Schrauben will man ja nicht immer irgendwie unter einen dunklen Kotflügel gucken. Und dadurch, dass die Lampe halt diese Form hat, macht die halt keinen Schatten. Du kannst halt auch unterm Schlepper gut arbeiten und ja, die sind echt cool. Von Ledino haben wir auch 2 Strahler festmontiert, hier um ein bisschen Grundbeleuchtung zu haben und nicht alles mit Stativen vollstellen zu müssen. Und ja, sind auch von Ledino, auch bei uns aus dem Partnershop. Kann man nicht meckern, die sind echt gut. Das ist der Radmontagewagen, ebenfalls aus dem Weltrekordversuch bekannt. Ist natürlich eine coole Sache. Wenn man sowas nicht hat, klar, machen manche auch mit der Gabel, mit dem Frontlager oder
mit reiner Muskelkraft, aber ganz ehrlich, so ein Radwechsel am Schlepper mit so einem Wagen ist halt super sicher und super easy und ist einfach eine schöne Sache. Ja, wir sind einmal rum fast. Hier steht unser neuer ProBoss-Sitz. Der steht hier aber nur, weil wir ein Video damit gedreht haben. Aber eigentlich wollen wir den gar nicht mehr hergeben, weil der so mega bequem ist, dass man eigentlich immer hier seinen Kaffee trinken möchte. Aber irgendwann kommen die Kollegen wahrscheinlich und sagen, Entschuldigung, können wir mal das Ausstellungsstück wieder haben? Und dann müssen wir den wieder zurückgeben. Wir haben hier aber auch noch einen Standardschleppersitz. Der ist auch ganz gut. Aber die ProBoss-Sitze, die sind natürlich, also das ist so, da würde man am liebsten noch sitzen bleiben. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch, weil der Kaffee wird jetzt sonst kalt. Und ich glaube, ich trinke jetzt einfach hier meinen Kaffee aus meiner Granittasse. Und ja, danke fürs Zugucken. Und guckt doch nochmal unsere anderen Videos an, damit ihr nichts verpasst. Granit TV kommt demnächst eine neue Folge. Wenn ihr die erste noch nicht gesehen habt, könnt ihr die euch auch noch angucken. Ah, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis bald.